Ich höre jetzt zum tausendsten Mal, dass ich Grund für die Erderwärmung sein soll. Und das geht mir so langsam echt nah, ne? Also ich bin zwar hot, hier nochmal der Beweis, aber eine ganze Erde kann ich auch nicht alleine erwärmen, ne? Wird dunkel draußen, es ist super kalt geworden und da dachte ich mir neulich, ich kann ja mal was backen. Also habe ich nach Rezept geguckt und dieses Reel hier gefunden. Also sie möchte was so Snickers-mäßiges. Oh, okay, alles klar. Doubt everything I say. Du kennst Pick Me Girls. Ich kenne sogar das Video. Ich wusste bloß nicht, dass sie unter dem Begriff Pick Me Girls laufen. Ach so. Schlimm. Ah, das wird unangenehm. Backen. Mm. Datteln waren dabei. Das ist jetzt Erdnussbutter. Erdnussbutter ist dabei. Das ist ja doch ein ganz stabiles Video. Und als ich das gesehen habe, okay, doubt everything I say. Ich kannte das Video nicht. Ich find's doch nicht unangenehm. Nö, let's go. Also, prima Backvideo. Ich weiß gar nicht, was alle haben jetzt. Ich hab was verstanden. Ich hab was verinnerlicht. Nämlich, ich will gar nicht backen. Backen wird mich nicht erfüllen. Im oh doch. Ich, da waren jede Menge Backen dabei. Wieso? Da war eine Menge Backen, wird mich erfüllt. Die mich backt. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist sogar relativ schwierig, weil, wie wir alle wissen, Frauen halt schon meistens ziemlich kompliziert sind. Aber ich habe die Lösung dafür gefunden. Wo ging das jetzt hin? Ich habe auf TikTok endlich Frauen gefunden, die einfach anders sind als der Rest. Guck mal, zum Beispiel hier. Guck mal, sie sagt, warum Männer sie so sehr mögen. Weil sie natürlich ist, nicht so Make-up-fake. Weil sie eine positive Ausstrahlung hat. Weil sie unkompliziert ist. Und weil sie offen kommuniziert, dass sie einfach mal Bock auf Sex hat. Oh Mann! Was? Wenn sie jetzt erstmal sagt, dass sie deswegen Männer mögen, dann ist es ja nichts, was wir ausschließen können. Aber ich verstehe den Metakontext und der ist äußerst problematisch. Endlich mal eine Frau. Darf ich vorstellen, die Traumfrau. Oh, da wird's kompliziert jetzt. Da wird's jetzt schlimm. Und jetzt kommt halt das Schlimme, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, die Tür mache ich noch einen Ticken später auf. Aber das Schlimmste, glaube ich, an wirklich diesem gesamten Content, ja, sind die ganzen Haralds und Stevens unter dem Video. Ich glaube, die sind alle nicht das echt. Das ist eher das ganz große Problem. Ich glaube, nichts davon ist echt. Das ist alles AI, sag ich dir. Alles. Dass du ein Hammerlächeln hast. Du bist wunderschön und hast einen perfekten Körper. Die Hand war nur... Den hat er von dir geklaut, Flo. Ich mach das sehr nervös, dass Rezo hier einen auf den macht. Hat von Millisekunden komplett an den Arsch. Oh mein Gott, endlich mal eine Frau, die nicht so kompliziert ist oder so fake-Make-up-mäßig ist wie die anderen Frauen. Und dazu hat sie auch noch Bock auf Sex und kommuniziert das. Puh. Okay, ganz kurz, das hat schon spürbare Pick-Me-Vibes, oder? Das bilde ich mir jetzt nicht ein. Also Pick-Me, kennt ihr ja, das ist, wenn Frauen zeigen wollen, dass sie nicht so sind wie die anderen Frauen. Nicht so zickig, nicht so kompliziert. Geht's wirklich darum oder geht's einfach darum, tausende von Likes und Follows abzustauben? Ich glaube eher das. Ja, geht es. Aber auch ja. Aber das Bild, was sie dabei vermitteln, ist ein beschissenes. Okay, ich habe die Sache schon jetzt verstanden. Aber ich freue mich auf die restlichen 12 Minuten. Damit wollen sie halt obviously... Wird's noch schlimmer, Jungs? Bitte sagt mir nicht, dass es noch schlimmer wird. Ja, es wird noch viel, viel besser. Oh, okay, ich bin dabei. Attention. Das geht übrigens auch andersrum, dass man nicht sagt so, hey, ich bin so toll, weil ich bin so anders als die anderen, sondern dass man eben sagt, keiner will mich, weil ich bin so anders als die anderen. Zum Beispiel sie hier. Männer wollen mich nicht, weil sie blond ist, Fußball liebt. Ey, ja, aber das jetzt... Kann ich verstehen. Das ist ja... Das ist so sad. Das ist ja obviously umgekehrte Psychologie. Jetzt nee, würde ich auch nicht wollen, Alter. Stell mal vor, dann hast du so eine Alte da sitzen, die dir jeden... Die Fußballfan ist. Die Hobbys hat. Oh Gott. Nee, sorry. Geht nicht um Hobbys, es ist Fußball. Ich bin so auf dem Sack, Alter. Ich krieg schon eine absolute Vollkrise, wenn ich zu meinem Schwager komme und mir... Also wirklich. Ist ja euer gutes Recht. An Fußball. Jeden Tag, jeden verfickten Tag in der Woche kannst du dir irgendeinen Drecksfußball angucken. Hassig. Geht mir auf den Sack. Würde ich nicht wollen bei meiner Partnerin. Die ist raus. Die ist raus, keiner will die. Ey, zum Glück seid ihr beide schon verheiratet. Ich kann mir richtig vorstellen, dass sie keinen Mann möchte. Wir wissen alle, blonde Frauen, die Fußball mögen, werden verstoßen in unserer Gesellschaft. Ja, in meiner, ja. Hugo, wie heißt du? Wer glaubt, dass sie wirklich Fußball guckt? Mal kurz eins in den Chat oder kurz in die Kommentare geschrieben, dass sie wirklich was von Fußball versteht und guckt so. Glaube ich schon.
Denn, Olli, ja? Sie hat sich vorgenommen, im Leben zunächst zu kommen. Pyrotechnik ist doch kein Fachrecht. Können wir bitte dieses Lied nicht lächerlich machen, Florian? Entschuldigung, du hast ja recht. Tut mir leid. Ich bin blond und mag Fußball. Du musst dich leider rausholen. Ja, verstehe ich. Ah, das geil. Die wahre marginalisierte geil. Gruppe. Das sind blonde Frauen, die Fußball mögen. Und ganz kurz an der Stelle, in diesem Video geht es zwar um Pick-Me-Girls, aber natürlich gibt es den Gegenpart auch ich bei... Ich persönlich kenne übrigens zwei blonde Frauen, die sehr auf Fußball stehen. Just saying. Männern. Hier ist zum Beispiel einer, der auch keine abbekommt, aber er weiß auch warum. Warum ich kein Mädchen will. Weil du blaue Flecken im Gesicht hast. Weil ich 1,80 bin? Weil ich 1,80 bin. Nimmt er die Lampe mit? Hä? Weil ich nimmt er die Lampe dafür mit? Oder habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen, weil er eine krasse Hautkrankheit hat? Nee, das ist ein Filter, oder? Das ist ein Filter. Nee. Das ist Holofilter. Von einer radioaktiven Spinne gebissen worden. Ja, oder das. Holofilter oder das. Was ist. Ha, Occam's Razor. Was wird jetzt wahrscheinlicher sein? Die radioaktive Spinne. Save die Spinne. Weil ich schnell antworte. Ja. And if you don't want me. Weil ich sehr eifersüchtig bin. Das ist das Einzige, was ich gelten lassen würde, ja. Aber auch nur so halb, weil es genau dafür auch eine Nachfrage gibt. Aber ich verstehe den Typen sogar so ein bisschen, weil... Hä, das war für mich jetzt so legit irgendwie so junge Menschen, die irgend so einen Internettrend sehen und den einfach so kopieren ohne Sinn und Verstand und den nicht wirklich begreifen, oder? So einfach, so habe ich jetzt auch gemacht, das Trend. So, ich schreibe jetzt einfach Dinge, die mich zutreffen. Das ist die schlimmste Phishing for Compliments-Kacke, die ja, es gibt. Ja, das ist Alter, genau schlimm. Das, warum Frauen mich nicht wollen. Weil ich zuhören kann. Mhm. Weil okay, ich sie mit Digga, Respekt ich schwör behandle. Dir, wenn der Stream vorbei ist, ich mache auch so ein Ding und dann schreibe ich sowas wie, weil ich 500 Spielstunden Vampire Survivors habe und so. Ja gut, das aber das wieder, Olli, das ist wieder schwierig. Und ganz am Ende, weil ich schon verheiratet bin. Mich möchte auch keine Frau. Manche von euch glauben vielleicht so, ey, ich jetzt leicht bei Frauen zu landen oder so. Aber das ist gar nicht so. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht einfach mal ehrlich sein, warum mich keine möchte. Nein, er ist schon getan, jetzt kann ich es nicht mehr machen. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me. Oder sie hier. Unsympathisch, oder? Schwer. Warum mich kein Mann will. Tell me what can I do now? Weil sie nicht boxen kann? Weil sie ein extrem krasses Problem mit häuslicher Gewalt hat, deswegen schon 4 Jahre im Knast saß. Mehrfach vorbestraft ist und ihr Ex ist tot. Hä? Oh Gott. Ey, yo. Bis heute hat ihn keiner gefunden. Das ist der einzige Grund, warum sie noch frei rumläuft. Ich habe eine Frage. War übrigens sehr lustig. Ja. Das Fußplacement auf dem Automaten links und rechts. Das ist, wenn du zeigen kannst, wie hart kannst du diesem Automaten einen Kopf nach vorne. Ja, alles klar. Also, wegen dem ach, nee, für links und rechts. Oder will sie auf einer Metaebene sagen, dass sie gewalttätig ist und gerne Menschen schlägt. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner. Okay, wir haben jetzt jedenfalls gelernt, wie man keinen Mann abbekommt. Also nicht blond sein, nicht Fußball mögen, nicht Boxautomat, Boxen und so weiter. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie man einen Mann abbekommt. Wie kann man als Frau lernen, eine gute Frau zu sein? Interessant jetzt. Zu sein für Männer. Ja. Gibt's da irgendwelche Tipps auf TikTok? Was hassen Männer am meisten? Also blonde Frauen, die Fußball mögen. Ich verstehe nicht dieses Gelaber von den Frauen. Das natürlich auch. Das Gelaber von den Frauen ist auch immer stressig. Hat das kurz. Ist voll nervig, wenn die reden, ne? Na. Vergessen. Okay, also diese Frau hier bringt anderen Frauen bei, die jetzt geht's los. Nicht so anstrengend oh, sowas. Sind, die sind, die wie die sind anderen schlimmsten. Frauen. Oh nein, was kommt jetzt? Können wir kurz Bullshit-Bingo spielen? Nicht kochen. Kommen wir von Pick-Me-Girls jetzt zu Tradwives? Nee, wir sind jetzt alleine schon mit dem ganzen Gelaber. Sie macht einen harten Turn. Pass auf. Educated guess. Ja. Das ganze Gelaber bedeutet ja nur, dass sie gerade nicht den Schwanz lutscht. Ich dachte, dass sie wieder Worte gibt. Nee, ich sage, also wenn du dir diese, ich bin ja sie macht einen harten Turn, Digga. Ja. Okay. Warte mal, Paul, das dein bedeutet. Dein educated guest war ein harter Turn. Warte mal, Flo, ist das bei dir auch so? Kann eure noch reden, wenn sie einen Mund haben? Was? Nichts. Nein. Verständlich. Warum kann dein Olli. Mann sich bei irgendjemand will nicht, dass wir die Wahrheit erfahren. Nun, Flo, was ist da passiert? Die NASA hat dich geholt, die NSA. Geholt. Ja. Aber ich wollte sagen, ja, Olli, klar, ist doch kein Problem. Du kannst doch auch noch reden, wenn du einen Strohhalm im Mund hast.
Das ist genau das, was ich meinte. Also meine kann auch ganz klar sprechen. Ich kann auch dadurch atmen. Meine telefoniert dabei. Oh. Ja, okay, da gibt's auch Videos, Olli. Die nicht öffnen, weil jedes Mal, wenn er es getan hat, du sein Vertrauen missbraucht hast und im Streit ihn ins Gesicht geworfen hast, weil du als Frau dich emotional im Streit... Was hat sie ihm ins Gesicht geworfen? Pass auf, wenn du dich emotional öffnest der Frau gegenüber, dann benutzt sie das deine Verletzlichkeit als Waffe gegen dich. Ja. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Hure. Ich in Griff hast. Ey, endlich sagt's mal jemand. Zum Glück gibt es Frauen, die anderen Frauen erklären, dass Frauen das Problem sind. Damit die dann halt nicht so sind, wie alle Frauen sonst sind. Ich sag das alles nicht echt. Sie hat ja völlig recht. Wir Männer haben es ja halt schon sehr... Das ist alles künstliche Intelligenz, gewachsen auf einem Discord-Server voller... Das Wort darf ich hier auf Twitch nicht sagen. Der mit euch Frauen. Weil ich der maskuline Mann bin. Deswegen. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Sie sagt gar nicht immer so krasse Sachen, aber ihre Message wird trotzdem immer irgendwie so abgefahren, deep, weil sie einfach epische Musik im Hintergrund hat. Über welche Abhängigkeit sprechen wir denn hier? Sprechen wir hier über eine gesunde Abhängigkeit oder über eine ungesunde Abhängigkeit? Merkt ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn du so Musik irgendwo drunter tust, dann wird alles irgendwie... Was, Freunde, ist eine gesunde Abhängigkeit? Nennt mir mal eine. Kokain. Ja. Ja, danke. Ja. Rauche Fanta, sei Bambucha. Danke. Haben wir doch gelernt. Ja, richtig, ja. Ja. Die Zwiebel und Knoblauch kleinschneiden und dann in einem großen Topf mit etwas Butter anschmelzen. Warte mal, ey, die Kartoffeln. Wir haben echtes Problem, dass der Chat schneller mit Fentanyl reagiert, als wir es nie in Ordnung haben. In kleine Würfel schneiden und dann dazugeben. Rote Linsen natürlich ebenfalls in den Topf und dann mit der Gemüsebrühe ablöschen. Nein, Spaß, ich will mich gar nicht über die... Digga, wer sagt denn die Linsen abbrausen? Ich geh doch nicht duschen mit denen. Hä? Klar. Diese Frau hier Lust zu machen, weil sie sagt ja obviously nur gute Sachen. Nee. Ach so, so werden die dann schon mal, dass sie schon mal quälen können, meinst du? Verstehe. Sag eben auch den Frauen, was sie zu tun und zu lassen haben. Wie soll dein Mann in eurer Beziehung der Mann sein, wenn du ständig als Frau seine Rolle übernimmst? Umso mehr du als Frau in der Rolle des Mannes bist, umso mehr stößt du deinen Mann ab. Ja, Digga, ich wünsche mir so sehr, dieses Video in 16:9 zu sehen und den Typen, der rechts neben mir steht, mit einer Knarre. Oh. Mann ab. Ja, ja, richtig. Finde als Frau deine Rolle als Frau. True, die Frau soll ja nicht seinen Part übernehmen. Also sie hat ja ihre eigenen weiblichen Aufgaben. Die Aufgaben der Frau halt. Und welche das zum Beispiel sind, zeigt uns auch die Dame im nächsten Clip. Ich zeig euch meinen Alltag als Hausfrau. Ja, aber ganz ehrlich, kann doch die Rollen auch mal tauschen. Seid doch mal ein bisschen offen, Leute. Ich möchte jetzt den Alltag als Hausfrau sehen, bitte. Ja, ja. Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, rollen die Wohnung auf. Oh Gott, ich kotze. Das finde ich wichtig, dass ich das mache. Und sich an dem Tag auch Haushaltsaufgaben achtmal umzieht. Dann ist meistens... War das ihre legitime Aussicht oder war das... Nee, es ist ihre legitime Aussicht, was? Das ist ihre legitime Aussicht. Digga, ist das ein Brownie in der Schüssel? Auch schon Mittagszeit, also bereite ich... Ich habe das nicht zusammengeschnitten hier gerade, ne? Warte, eins. Wie viele Outfits Jan hat, ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Auf und bereite ihm schon mal zwei, das Frühstück zu. Und ja, dann geht's eigentlich auch schon drei, mit dem ganz alltäglichen Haushalt. Vier, fünf, und dann ist fünf, auch sechs, sechs. Nee, du hast eins so vergessen. Wie viele Outfits hat sie in einem Tag an, Dinger? Ja, das ist ein ganz schön vieler Outfitwechsel, aber ich kann es auch verstehen. Wenn man viele schöne Klamotten hat, dann will man die auch alle tragen. Vielleicht... Aber sieben Outfits bis zum Mittagessen ist normal, würde ich sagen. Meinst du, bis zum Mittagessen am nächsten Tag? Könnte ich euch auch neue Pieces zeigen in der nächsten vom Woche. Aktuellen Sparkdrop, der jetzt, genau jetzt, draußen ist. Was für ein Timing! Es gibt ein paar neue Pieces, wie zum Beispiel das Spook-Shirt mit so einem süßen, flauschigen ich Stick vorne das drauf. Oder auch noch ein Backprint. Den Stick finde ich mega, das ist halt nichts für mich. Geil, ich finde das mega geil. Also es ist voll hübsch hier mit dem Bett, mit dem Toilettenvorleger auf der Brust. Nee, ich finde das wirklich das echt heißt hübsch. Badvorleger einfach. Badvorleger. Ich finde das wirklich richtig geil. Aber das ist ein Sitzbezug.
Ja, ein Stick vorne drauf. Und auf dem Backprint feiere ich übelst. Dann gibt es den Torn-Hoodie, den ich das ganze Video schon getragen habe, mit so einem Chest-Label vorne drauf. Das gleiche auch nochmal als weißes Shirt mit der Naht so in der Mitte. Und neu ist auch hier die Wire-Kette in schwarz. Dazu gibt es verschiedene Redrops, zum Beispiel vom Melting-Smile-Shirt oder vom schwarzen Wire-Hoodie. Den haben sich so viele von euch gewünscht. Alles genau jetzt draußen. Link ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch. Ich werde das kommen sehen, schwarzen Hoodie nochmal. Dass sich die Leute das wünschen. Ah, das ist wild. Freunde, habe ich auch noch nicht von gehört. Eine ganz tiefe Wunde. Ich weiß, ich weiß. Wir sprechen da ja aus einer Perspektive. Wir haben ja auch unsere eigenen Kollektionen. Und es ist halt witzig, die Leute kaufen halt am liebsten einfach schwarze Klamotten. Ne? Also Farbe ist, wird wenig gewählt tatsächlich. Dabei wäre das so schön. Mehr Farbe, Freunde. Ja. Mut zur Farbe. Sagte er und trägt ein schwarzes Loot für die Welt-T-Shirt. Und weiter geht's mit dem Video. Boah, Alter, das ist echt nicht einfach, so das Leben als Pygmy. Also ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich nicht so nervig rumlaber, nicht so fake Make-up trage, auch häufiger mein Outfit einfach wechsle, obwohl, da muss ich das ja alles waschen. Aber das ist voll anstrengend, Digga. Meine Waschmaschine, die hat WLAN. Alter, ich verstehe die bis heute nicht. Da muss man dann alles so reintun und dann wieder rausholen und dann aufhängen und dann abhängen. Eine Frau checkt deine Wäsche und wenn sie schmutzig ist, dann wäscht sie sie. Oh, true. Es gibt ja Frauen, die können mir die Wäsche waschen. Aber genau diese Masche. Ich bin nicht so wie die anderen Frauen. Ich wasche deine Wäsche. Scheint auch wieder gut anzukommen. Bitte mehr von dieser Sorte. Puh, stark. Heiraten direkt. Gar kein Grund, ihr fremd zu gehen. Nicht mal ein Funken. Was? Ich bin... Nee, ist doch klar. Wenn sie die Wäsche wäscht, dann... Digga, fass meine Wäsche nicht an. Ich wasche meine Wäsche selber. Ich will nicht, dass meine Frau meine Wäsche wäscht. Ich mach das selber. Wäschst du nicht die Wäsche von deiner Frau? Ich bin tatsächlich einer von denen. Ich bin für strikte Wäschetrennung tatsächlich. Digga, weißt du, wie anstrengend das ist, Frauenwäsche aufzuhängen, Alter? Ja, weiß ich, weil ich wasch die. Ja, es ist der Tod. Ich verweigere das, also, weil du holst die Sachen weniger. So raus und dann schüttelst du sie so aus, wenn sie noch nass sind und denkst dir so... Wo ist denn da vorne? Wo ist denn da hinten? Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, wo ist da die Öffnung? Und so bei mir, ich hole halt T-Shirt raus und bin so, ja, T-Shirt, zack, bumm, aufgehangen. Ist easy. Ich finde Frauenklamotten ultra verwirrend beim Waschen oder Aufhängen. Was? Ja? Kann ich nicht bestätigen. Kann ich auch nicht bestätigen. Ich habe den Unterschied zwischen einem T-Shirt von meiner Frau und meinem T-Shirt in der Komplexität noch nicht erfahren. Nee, das von meiner Frau ist kleiner. Das stimmt. Oh ja, das ist ein guter Punkt. Also warte, der Kommentar sagt ja praktisch, wenn sie nicht... Olli hat uns jetzt einfach gerade verraten, dass Anne zu Hause eigentlich nur diese hyperkomplizierten, diese krass... Neckholder-Tops, die so in sich verdreht sind. Ja, sie hat nur so welche. Das ist alles sowas. Übrigens schreibt gerade jemand, Olli trennt bestimmt auch weiße und bunte Wäsche. Na klar, wir machen das nicht. Schwarz wird getrennt. Schwarz, weiß bunt. Und bunt. Bunt. Helle, bunt. Ich habe unterschiedliche Waschmittel dafür. Eigentlich rot nochmal extra, weil rot blutet so schlimm aus, ist die Hölle in der Maschine. Absolut. Was ist los bei euch? Und dann auch wirklich schwarz mit Schwarzwaschmittel. Für alles andere benutze ich halt lieber Pulver, weil das Flüssigwaschmittel nicht so geil für die Maschine ist. Weichspüler bin ich ja tatsächlich echt hardcore unterwegs, sage ich ganz offen. Da gibt es nur eine Sorte, die gut ist. Da gibt es nur eine einzige Sorte. Ordentlich die Wäsche waschen würde, hätte ich Bock, andere Frauen zu f***en. Aber weil sie die Wäsche fleißig wäscht, habe ich gar keinen Bock, andere Frauen zu bangen. Ne, nicht mal ein Funken. Still a better love story than Twilight. Behaupten manche Leute noch, dass es wahre Liebe nicht mehr gibt. Aber wow, das ist eine Frau. So geil echt. Hä? Direkt heiraten. Lieber eine waschgierige als eine ganz schwierige. Also wenn Kenpachi Saraki das sagt, dann kann man da auch nicht falsch liegen eigentlich, ne? Ey, der Plan geht auf. Diese Frauen haben ja diesen Part mit Aufmerksamkeit von Männern gut verstanden. Männer springen da erstaunlich gut drauf an. Also die dribbeln uns auf Ebenen, dagegen können wir uns gar nicht wehren. Wo ich das wirklich auch faszinierend fand, war bei der Stella. Ihr erinnert euch an die Frau vom Anfang? Also wie ihr Content auf manche Arten von Männern wirkt. Also Leute, normalerweise habe ich ja nie Probleme mit Hate-Kommentaren, ne? Ist ja sehr, sehr gut so. Aber jetzt geht's mir einfach ein bisschen zu weit. Ich höre jetzt zum 1000. Mal, dass ich Grund für die Erderwärmung sein soll. Und das geht mir so langsam echt nah, ne? Also ich bin zwar hot, hier nochmal der Beweis, aber eine ganze Erde kann ich auch nicht alleine erwärmen, ne? Was sagen die Kommentare zu diesem... Ich war so kurz davor, einen Notarzt zu rufen, weil ich dachte, man kann an Cringe sterben. Alter, oh, ich hab's auch kaum ausgehalten. Ganz kurz davor. Wie unangenehm. Oh. Ja, nee, das ist wirklich gerade, ich sterbe an Cringe. Also es ist,
Ah, ich weiß auch nicht, was das ist. Wie da, wo die Kommentare aussehen? Direkt heiraten. Sag, ey, das Lächeln war's. Olli, ich sag das Lächeln. Ja, klar, das Lächeln. Ist mir auch als erstes aufgefallen in dem Clip. Ne? Banger von einem TikTok. Jetzt wisst ihr, was das Problem war? Achtung, Ironie. Wisst ihr, was das Problem war? Sie hat geredet. Ja, weil sie nicht auf die Alte gehört hat, die vor 5 Minuten in dem Video war. Warum ich im November noch mit T-Shirt rumlaufen kann? Na, danke dafür. Oh Gott, du bist so unfassbar süß. Der Clip ist so witzig und dein Lächeln zum Schluss haut mich mal wieder richtig um. Und dann wurde der hier gemacht. Aber volle Kanne. Hot, sagen wir, du strahlst wie 1000 Sonnen. Wenn ich dich sehe, wird mir auch warm ums Herz. Hm? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich Eiswürfel im Glas hatte, bevor ich das Video geschaut habe. Versteht ihr? Okay. Legit guter Spruch, aber an und für sich guter Spruch. Weil sie so hot ist. Also bevor jetzt jemand von euch sagt, dass dieser Content von Stella manchmal so ein bisschen unangenehm ist, sie scheint ja einen Effekt zu haben auf diese Art von Männern. Und vielleicht ist es genau ihr Ziel. Ich glaube, die Typen, die da kommentieren, kommentieren denselben Scheiß so auf 100 anderen Kanälen, so in ihrer absurden Hoffnung, dass mal eine zurückschreibt, ey, Bock zu ficken oder was? So ein geiler Kommentar, Alter. Was die ganzen Leute immer noch nicht gecheckt haben, ist, was bei den Frauen immer diese Bubi- oder Arschbilder oder Sexbots sind. Und bei Männern sind das immer so Heinrichs und so. Oh, und das meinst du? So das ist ja geil. Ja, das ist eine gute Theorie. Harald. Boah, wäre das witzig. Das ist eine mega gute Theorie, Paul. Ich bin das witzig. Und noch niemand ist drauf gekommen? Noch nie. Ey, das ist alles fake. Crazy. Vielleicht ist sie strategisch da viel weiter als wir. Sie spielt schon so 4D-Schach und wir rallen es nicht mal. Vielleicht, aber auch nicht, ne? Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube ja nicht. Leute, also mit Spucke und Geduld bekommt man alles rein. Hin. Hin. Ich meinte natürlich hin. Hat sie nicht gerade gesagt. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Das hat die nicht gerade gesagt, oder? Doch, ich glaube, die hat das gerade gesagt. Ihr Ernst, dass die das gerade gesagt hat. Also, ich persönlich glaube, dass sie das eben gesagt hat, aber es gibt auch noch genug andere Pick-Me-Girls auf TikTok. Schauen wir doch mal, was die zu sagen haben. Ich finde übrigens den Ausdruck Pick-Me gar nicht so easy klar abzugrenzen. Zum Beispiel dieses Reel hier. Du bist eine gute Freundin und kümmerst dich um deine Freunde, wenn es ihnen schlecht geht. Also sie guckt ihre Freunde an und wenn die Freunde dann zum Beispiel was vom Tag erzählen oder so, dann nickt. Ich sag euch, was da passiert. Das ist 1A, die kannst du deinen eigenen Ellenbogen lecken Challenge. Ganz klar. Sie hat echt große Unterarme. Ja, du, was soll denn jetzt hier das Bodyshaming? I'm sorry. Sie und sagt, ja, ich verstehe dich voll. Slay. Ich find's wahnsinnig toll, dass sie nicht nur aufmerksam zuhört, sondern eben auch nickt dabei und zeigt, dass sie das wichtig ist, dass man seinen Gegenüber sieht. Okay, jetzt aber kurz Real Talk. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu Pick Me zählt. Wisst ihr, was ich meine? Weil irgendwie geht's ja schon so ein bisschen in diese Richtung von... Als er gerade die Minecraft-Villager-Sounds eingespielt hat, kam mir gerade eine Überlegung. Gibt's irgendwo Trivia und man weiß, woher die Sounds von den Villagern kommen? Weil ich weiß, dass ganz viel aus Minecraft eigentlich andere Sachen sind, die nur mit anderem Pitch oder Geschwindigkeiten abgespielt wurden. Und jetzt, wo ich da so drüber nachdenke, könnte es voll sein, dass das vielleicht einfach so Porno-Sounds sind, die einfach so runtergepitcht ein bisschen langsamer gemacht worden sind. Oder? Könnte sein. Vielleicht. Guck mal, ich bin cool, weil ich bin anders als andere Frauen. Auf der anderen Seite fühlt es sich schon so ein bisschen an wie so Classic-Boy-TikToks. Da sind sie! Jawohl! Also alles nicht so klar definiert. Wo fängt es an? Wo hört das auf? Was aber definitiv ein Classic-Pick-Me ist, ist Folgendes. War ich die Einzige, die von der 5. bis zur 10. Klasse fast eigentlich immer nur bei den Jungs gechillt hat, weil Jungs einfach nie gezickt haben. Die waren einfach immer nett zu einem. Und dann haben einen natürlich noch mehr Mädels gehasst. Warum aber ist die Framing denn so anstrengend? Ich glaube, das ist... Hä, aber das ist... Also das kenne ich halt legit. Ja, das heißt ja nichts. Eben. Da hat eine der größten deutschen Feministinnen ein ganzes Buch drüber geschrieben, dass ganz viele Frauen sich so verhalten haben. Ja. Was war die Conclusio? Na, dass sie davon abhängig, von Befürwortung von Männern gesellschaftlich abhängig sind.
Das heißt, ich kann als Teenage-Girl nicht in der Clique Jungs rumhängen, ohne mir von der Passmann sagen zu lassen, ich bin abhängig von der Verantwortung von Männern. Doch, klar, kannst du schon. Aber sie hat halt gesagt, von sich aus, als sie das gemacht hat, war das wirklich basierend darauf, weil sie das positive Feedback von Jungs mehr zu schätzen wusste als Gemeinschaft mit Frauen. Funktioniert das auch andersrum? Weil ich habe tatsächlich vielleicht am meisten mit Mädels abgehangen. Oberflächlich ist? Ja? Nee, du, das, wie gesagt, sie redet ja auch nur von persönlichen Erfahrungen. Hm. Ich habe gerade gefragt, was das für mich heißt, weil ich habe tatsächlich immer am liebsten mit Mädels abgehangen. Ja, das weiß ich nicht. Schwul, Olli, heißt das. Danke für die Aufklärung. Nein. Danke. Endlich. Alles ist klar. Das ist der Klassiker, oder nicht? Oh Mann, Jungs waren immer so viel cooler und Mädchen immer so zickig und kompliziert. Come on. Und weil sie gefragt hat, ob sie die Einzige war, natürlich. Natürlich war sie die Einzige, die das so empfunden hat. Niemand sonst ist so. Und niemand sonst wird jemals so sein. Du hast praktisch Pygmy erfunden, so wie alle anderen in den Kommentaren. Ey, versteht mich nicht falsch. Chillt gerne mit Typen, wenn ihr mehr mit Typen chillen wollt. Bei mir ist genau andersrum. In meinem Team sind die meisten Frauen, also hänge ich mehr mit Frauen ab. Das ist alles fein. Aber okay, wenn man halt betonen muss, dass die anderen du alle bist wie Rezo sind, ja, kompliziert oder und man selbst Rezo ist die Ausnahme, dann ist es die Definition von Pygmy. Das schwingt dann auch immer so ein bisschen Abwertung von Frauen mit. Wie zum Beispiel auch hier. Warum sind pummelige Jungs immer so lustig, aber pummelige Mädchen immer so nervig? Okay, das ist eigentlich eine legitime Frage. Aber ey, wir haben heute eine Menge gelernt. Ich weiß jetzt, worum es geht, wenn man als Frau gepickt. Ihr denkt jetzt auch gerade darüber nach in eurem, in eurer, wie sagt man, Lebenswirklichkeit, ob das so war? Ich überlege nämlich gerade tatsächlich, ob das Bullshit ist oder nicht. Mit den Pummeligen? Nee, ich kenne tatsächlich mehr, ich fand ganz viele. Nee. Ich kenne extrem viele unangenehme, pummelige Typen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Werden möchte. Deshalb jetzt meine Message an euch Frauen. Ich weiß, dass es schwer ist, einen Mann zu finden, von sich zu überzeugen. Vor allen Dingen, wenn man blond ist. Weil als blonde Frau kriegst du ja praktisch niemanden mehr. Die sind ja auch ein bisschen widerlich, ne? Aber ihr könnt an euch arbeiten. Seid nicht so nervig wie die anderen. Hängt gerne mit den lustigen, pummeligen Jungs ab, aber nicht mit den pummeligen Mädchen, weil die nerven. Denn Männer hassen nichts mehr als dieses ständige Gelaber von den Frauen. Lasst die Männer doch mal maskulin sein. Wascht ihnen die Wäsche, kocht ihnen das Essen. Seht immer gut aus dabei, aber ohne Make-up. Kein Fake-Shit, aber irgendwie schon Make-up. Und 7-mal das Outfit am Tag wechseln. Aber nicht so tryharden dabei, eher so auf Lock. Und denkt auch oft an Sex und kommuniziert das auch. Aber nicht mit diesem Gelaber, halt so an den richtigen Stellen. Denn dann werdet ihr gepickt von genau den richtigen Männern. Viel Spaß mit dem. Der Turn am Ende war es dann tatsächlich gewesen. Fand ich sehr schön, ja. Aber ich muss noch eine Tür aufmachen. Was, du meinst auch Rezo, wie oft er sich umgezogen hat, auch voll das Pygmy-Girl, ja? Ja. Weil ich die tatsächlich ganz interessant finde. Und jetzt habe ich hier ein paar tausend Leute im Chat und euch zwei. Und deswegen nur ganz kurz, vorhin da von wegen hier, ich wasche ihm die Wäsche und die andere mit dem hier, ja, ich mache jetzt hier das Frühstück fertig und so weiter und so fort. Nur fand ich es jetzt hier ein bisschen übertrieben, dass es dann immer von wegen für ihn und bla bla bla. Ja. Und Gott bewahre, meine Frau ist nur wirklich absolut anders. Ja, und auch die meisten, die ich kenne, sind da anders. Aber ich habe eine gute Freundin, die hat Abi mit mir zusammen gemacht. Die ist Mutter von zwei Kindern und Hausfrau. Mhm. Und die feiert das. Mhm. Und die will das genau so, weil sie sagt, um adäquat für meine beiden Kids da zu sein, ihre Kinder sind, scheiße, jetzt kriege ich Ärger, wenn die das jemals sieht, 10 und 14, glaube ich. Die einzige Frage, die ich da stellen würde. Nee, warte kurz. Und sie sagt halt, sie feiert das total und sie braucht diese Zeit. Also die muss nicht arbeiten. Ja. Ihr Ehemann verdient echt gutes Geld. Und wie gesagt, sie fährt halt die Kids zur Schule, sind zwei unterschiedliche Schulen, eine ist ein bisschen weiter weg, holt die nachmittags ab, fährt die Große zum Sport, fährt die Kleine zum Reiten. Also ihr könnt es euch wirklich, jede Schublade, die ihr gerade aufmacht, ist wahrscheinlich richtig.
Und die macht auch das Frühstück und packt die Lunchbox und macht das und hat abends das Essen warm auf dem Tisch und so weiter und geht zum Sport und so weiter und so fort. Und die feiert das und die findet das richtig gut. Und die ist auch smart, die hat ein Top-Abitur damals gemacht und die hat die will genau das. Und die wird dafür nonstop angefeindet. Warum? Ja, und genau das ist einer der Riesenfehler und das machen ja auch wirklich, also da habe ich mich zu... fast ausschließlich von Frauen. Ja, natürlich. Immer darum ging, das darfst du nicht. Ja, ja, Empowerment und so. Ich verstehe. Pass auf, die einzige Frage, die ich stellen würde an der Stelle ist, bist du glücklich? Und wenn sie ja sagt, hat niemand auf diesem Planeten das Recht zu sagen, es ist aber nicht gut, dass du das machst. Ne, genau das also jeden Tag Schule. Bullshit. Von anderen Müttern. Du, ich bin so aufgewachsen. Meine Mutter hat zwar später halbtags noch gearbeitet, aber ich bin genauso aufgewachsen. Meine Mutter ist eine absolute Powerfrau. Also ich, ganz ehrlich, und wenn jemand glücklich damit ist und wenn er seine Rolle in seinem Leben da sieht, für seine Kinder da zu sein oder wenn das auch vom Haushalt her so aufgeht, dass man sagen kann, einer kann zu Hause bleiben und den Haushalt schmeißen, ist doch geil. Wieso denn nicht? Genau so. Wenn alle damit happy sind, let's go. Orlin hat es auch so schön gesagt, ist der Kampf des Feminismus nicht genau dafür, dass Frauen frei entscheiden können, wie sie leben? Ja, aber der Weg ist ja da, nee, ist er nicht. Doch, eigentlich schon. Und deswegen gibt es ja, den falschen. Ja, da sind wir uns doch einig. Nee, es gibt der Kampf, der jetzt ausgetragen wird, ist aber nur noch der Kampf, der jetzt ausgetragen wird, Flo, ist wieder der Kampf von 2% auf Social Media und nicht 98% der tatsächlichen Bevölkerung, den du meinst. Das sind wieder nur die lauten also diese lauten Extremen, die da so rumkommen und dann groß gehypt werden, dadurch, dass sie dann überall vorkommen. Ich würde das Ganze mag ja sein, aber warum sind denn nur die in ihrer Präsenz auch gefördert werden? Ja, das ist halt das Problem. Das weil es entertaining ist. Öffentlich-rechtlich gefördert werden beispielsweise. Weil, kann ich dir beantworten. Es sind auch nur die Personen des Jahres werden, Frau des Jahres kann ich dir ganz genau beantworten. Nur die online so funktionieren werden. Die Medien heutzutage, weil das entertaining ist. Die Leute wollen Krawall, die Leute wollen unbequem, die Leute wollen diskutieren und wollen, das ist wie Medien aber heutzutage funktionieren. Doch nicht, aber dann stell's doch nicht als Standard dar. Tu ja, doch aber genau das wollen sie ja. Ja, aber das ist doch problematisch. Es ist die ganze Zeit mit allem problematisch. Weil wenn du sagst, es sind ja nur die lauten 2%, ja, aber diese lauten 2% sitzen ja im Öffentlich-Rechtlichen, sitzen im Privatfernsehen, sitzen bei jedem zweiten Interview in irgendeiner Tageszeitung. Das sind ja immer die lauten 2%. Ja, weil das Auflage bringt. Es geht ja um niemand anderen, wenn man diese Diskussion führt. Ja, genau. Weil es Auflage bringt. Das wird von vorne bis hinten gefördert, weil sowohl Negativität als auch Polarisieren einfach immer mehr Klicks bringt. Ja. Und das ist der große Fehler. Der einfache Weg, ja. Ich würde einen Strich drunter machen und würde sagen, Freunde, wenn euch im Internet jemand sagt, sei so, dann hört nicht dahin. Ja.